Ja, vielen Dank, Detlef Schulz, für die netten einführenden Worte. Ich denke mal, die alten Kamellen aus den 80er, 90er Jahren interessieren, glaube ich, nicht, meine Damen, meine Herren. Wir wollen ja ein klein bisschen nach vorne gucken und wollen schauen, wie kann Wasserstoff für synthetische Kraftstoffe einen Beitrag leisten, um letztlich Klimaschutz zu gestalten und die CO2-Emissionen des Luftverkehrs zu reduzieren. Lassen Sie mich einfach noch mal kurz die Klimaziele vergegenwärtigen, die wir haben im Mobilitätssektor. Wenn wir uns hier angucken, was wir letztlich 1990 freigesetzt haben, wo wir 2014 stehen, 2019 oder 2018 stehen wir nicht weiter runter. Also hat sich nicht sehr viel getan die letzten 4-5 Jahre. Wir wollen bis 2030 dieses Niveau erreichen, bis 2050 80%. Andere sagen, wir wollen das bis minus 95%. Jetzt sehen wir, wenn wir die rechte Tabelle uns ganz kurz anschauen, sehen wir, dass im Bereich der Energiewirtschaft haben wir eine ganze Menge reduziert im Vergleich zu 1990, rund ein Viertel. Im Bereich der Gebäude, je nachdem wie das Jahr ist, ob es jetzt ein kaltes oder ein wärmeres Jahr ist, sind wir bis zu minus 2/5 gekommen. Im Bereich der Industrie ebenfalls ein Drittel, im Bereich der Landwirtschaft roundabout knapp 20% reduziert. Nur im Verkehrssektor haben wir letztlich mehr Emissionen freigesetzt, wie das in 1990 der Fall war. Das heißt, dort ist eigentlich der größte Handlungsbedarf, dort bestehen die meisten Notwendigkeiten, Klimagasemissionen zu reduzieren. Und das vor dem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir zum Beispiel im Güterverkehr der Bundesrepublik Deutschland erwarten, von 2010 bis 2030 einen Anstieg um weitere 38%. Das heißt, es fahren ja heute schon genügend LKWs durch die Gegend. Das heißt, es wird noch deutlich mehr zunehmen, um ein weiteres Drittel. Aber nicht nur das wird zunehmen, auch der Hochseeschiffverkehr, hier mal die weltweiten Zahlen, wird weiter ansteigen um 200 bis 300% bis 2030, wenn Herr Trump nicht die internationale Handelskrise auslöst und damit letztlich den offenen Welthandel, wie wir ihn haben, versucht zu verhindern, dann wird das nicht passieren. Aber jetzt denken wir mal positiv, dann können Sie davon ausgehen, dass auch der Hochseeschiffsverkehr weltweit sehr stark ansteigen wird und natürlich der Flugverkehr. Hier erwarten wir bis 2030, bezogen auf 2010, einen Anstieg von 260 bis 320%. Der Luftverkehr wächst stabil, global, die letzten 30 Jahre mit roundabout 5 bis 6% pro Jahr. Das heißt, wir haben zum einen die Herausforderung, dass wir den Verkehrssektor in den vergangenen Jahren nicht defossiliert haben und gleichzeitig der Verkehrssektor in den kommenden Jahrzehnten deutlich weiter ansteigen wird. Vor dem Hintergrund möchte ich in den folgenden Ausführungen kurz noch zum Hintergrund ein bisschen vertieft eingehen, möchte dann versuchen, mit Ihnen mal die strombasierten Flüssigkraftstoffe zu diskutieren, damit Sie sehen, wo da die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen bestehen, und möchte dann versuchen, so ein bisschen die wesentlichen Determinanten dieser strombasierten Flüssigkraftstoffe mit Ihnen diskutieren, das CO2 in Stromherkunft, die Infrastruktur und last but not least die Kosten. Ich möchte dann noch ganz kurz auf die Alternativen eingehen und dann zu einer kurzen Schlussbetrachtung kommen. Wenn Sie damit einverstanden sind, das ist eine rhetorische Frage, ja, an der Stelle, ja, ich erwarte jetzt auch keine wirkliche Antwort, ja, dann lassen Sie mich zunächst mal, gibt es nichts zu lachen, das ist ernst, hey, dann lassen Sie mich zunächst mal kurz zu den Optionen kommen, die wir im Mobilitätssektor haben. Heute haben wir fossiles Rohöl, wird verarbeitet in der Raffinerie, wird transportiert mit entsprechend eingespielten Logistikketten, die optimal funktionieren, bis zur Tankstelle, und wird dort eingesetzt auf Boden, Wasser, Luft, und das Ganze ziemlich problemlos und ziemlich eingespielt und relativ kosteneffizient, wo sämtliche, ich sage mal, Effizienzpotenziale in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark erschlossen wurden. Dieses Mobilitätssektor wollen wir umstellen, und eins der wesentlichen Optionen, die diskutiert wird, bevor wir zum Wasserstoff kommen, ist natürlich dann die Elektromobilität. Das heißt, wir gehen aus von dem Primärenergiestrom, elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien, müssen den verteilen über ein Verteilnetz, das zwar vorhanden ist, aber nicht gegebenenfalls für die Leistungen und die Mengen an elektrischer Energie, müssen die Ladeinfrastruktur aufbauen und müssen dann die entsprechenden Endnutzungsfahrzeuge in den Markt bringen. Ja? Ich habe es deswegen blau gemacht, weil eben hier bisher wohl erste Fahrzeuge verfügbar sind, die Automobilindustrie auch sehr viel investiert derzeit, um die Fahrzeuge zu
entwickeln. Aber ich denke mal, bis wir eine Marktdurchdringung hier an dem Ende erreicht haben und die entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut haben, insbesondere wenn es Schnellladestellen geht, dann wird noch ein klein bisschen Wasser die Elbe herunterfließen. Die weitere Alternative, die wir haben, wenn eben der Wind nicht weht, wie das vorhin so schön gesagt wurde, dann können wir das Ganze auf der Basis von Wasserstoff machen. Wir nehmen Strom als Primärenergie, wieder aus Wind und Sonne gegebenenfalls, gehen über einen Elektrolyseur, machen Wasserstoff. Das heißt, diese Infrastruktur muss man aufbauen. Da hat der Burkhard eben dargestellt, dass da schon einiges passiert. Wir müssen dann anschließend den Wasserstoff transportieren. Wir müssen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, die heute nur begrenzt vorhanden ist. Müssen dann das Tankstellennetz aufbauen und müssen dann in die Endnutzungsfahrzeuge gehen. Auch hier gleiches Problem, deswegen ist es grau, hier ist noch weniger verfügbar heute von dem im Vergleich zu Elektro. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich noch größer, wir müssen hier die Elektrolyseurinfrastruktur aufbauen, wenn wir langfristig großtechnisch denken, die Verteilinfrastruktur, die Tankstelleninfrastruktur und last but not least natürlich auch die Endnutzungsinfrastruktur. Sie brauchen ja Brennstoffzellenfahrzeug, was dann irgendwie in der Garage stehen muss. Last but not least können wir, und das ist die Alternative, über die ich ein klein bisschen diskutieren will, PTL-Kraftstoffe machen. PTL steht für Strom to Liquid, also Power to Liquid. Hier gehen wir wieder aus von der regenerativen Strom aus Wind und Sonne, machen unseren Elektrolyseur, machen damit Wasserstoff und dann in einem chemischen oder petrochemischen Prozess daraus letztlich dann flüssiger Kraftstoff. Und damit sind wir genau wieder in der Welt, wie wir hier oben sind, weil das, die Verteilung, Infrastruktur, Tankstellen, Endnutzungsgeräte, ändert sich gar nichts. Für Sie als Endkunden ändert sich nichts. So. Und das sind die Alternativen, die wir letztlich haben. Es ist natürlich die Frage, warum diskutieren wir denn überhaupt über Elektromobilität, wenn das hier unten so schön klasse ausschaut. So, und daraus muss man sich mal die Gedanken machen, dass jeder Umwandlungsschritt, den wir in der Kette haben, ich gehe nochmal kurz zurück, jeder Umwandlungsschritt ist mit Verlusten verbunden. Wenn Sie Ingenieurin oder Ingenieur sind, dann wissen Sie das, der Umwandlungsschritt von elektrischer Energie in Wasserstoff und Kraftstoffe führt zu Energieverlusten. Und typischerweise ist es so, dass der Wirkungsgrad eines Elektromotors deutlich größer ist wie der von Elektromotor plus Brennstoffzelle, eben Verluste, ja, und wieder größer wie der Verbrennungsmotor. Das heißt, wenn wir uns mal die Nutzungs- oder Wirkungskaskade anschauen, und das sind bitte mittlere Werte, über die wir später gern beliebig streiten können, aber die Größenordnungen, würde ich sagen, stimmen. Weil das ist eine Stelle vorm Komma, möchte ich an der Stelle nicht diskutieren. Wir kommen raus mit dem PKW, 100% elektrische Energie, als Antriebsenergie kriegen wir roundabout knapp 70% auf die Straße. Wenn wir das vergleichen mit dem PKW mit Brennstoffzelle, dann sind wir hier nur bei Mitte 20%. Ganz klar, wir haben die Verluste hier oben in Bezug auf die Herstellung von Wasserstoff, was erzeugt, verteilt etc. muss. Und wenn wir dann noch zusätzlich sagen, wir gehen her und nutzen den klassischen Weg über den Verbrenner, ja, wo wir dann praktisch elektrische Energie machen, Wasserstoff aus dem Wasserstoff, den flüssigen Kraftstoff und den einsetzen in bekannten Diesel- oder Benzinmotoren, dann sehen Sie, dass wir dann vom Wirkungsgrad nochmal einen deutlichen Tacken schlechter sind. Ja, das heißt, zwischen der Elektromobilität auf der einen Seite und dem Weg über die flüssigen strombasierten Kraftstoffe haben wir roundabout den Faktor 5. Und dieser Faktor 5 ist das, was sich letztlich dann in Euros an der Stelle für diesen Pfad niederschlägt. Ja? 1:1 ist das nicht, das ist etwas komplexer, komme ich gleich nochmal dazu. Aber roundabout in Bezug auf Kraftstoff können Sie das so sagen. So. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir nicht alle Elektro? Warum gehen wir nicht in die All-Electric World? Das können wir nicht, weil wir letztlich auch an die Grenzen der Elektrifizierung kommen. Es ist zwar im Prinzip das beste Option, wenn wir Elektro machen, aus energiewirtschaftlicher oder systemischer oder Wirkungsgradsicht, aber das Batteriegewicht ist hoch, die Energiedichte ist gering. Das heißt, wenn wir uns eine Grafik anschauen wie die, dann sehen wir hier gravimetrische Dichte, volumetrische Dichte, Batterien sind irgendwo hier unten und Kraftstoffe sind irgendwo hier oben. Das heißt in der Konsequenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wenn Sie mit dem A380 von Hamburg nach Singapur fliegen, werden Sie das nie und nimmer mit einer Batterie machen, weil einfach die Dichte, die Energiedichte viel zu gering ist. Sie werden es auch nicht mit Wasserstoff machen, außer Sie haben einen Wasserstoffballon oben dran und brauchen 4 Wochen. Ja? Auch das wird nicht passieren, weil die Energiedichte zu niedrig ist. Das heißt, wir müssen
Wenn wir derartige Anwendungsfälle weiterhin wollen, das heißt, wenn wir nach Singapur fliegen wollen oder zum Shoppen nach New York, ja, dann müssen wir uns gucken, dass wir hier oben hinwandern. Das heißt, die hohen Anforderungen an mechanische Leistung und Reichweite der Hochseeschiffe und Flugzeuge sind kaum absehbar mit Batterien erfüllbar, infolge zu geringer Energiedichte, zu geringer Reichweite, zu langer Ladezeiten und last but not least zu hoher Kosten. Daraus resultiert für mich als Hochschullehrer im akademischen Elfenbeinturm, schwere Lkw, Schiffe und Flugzeuge benötigen potenziell auch weiterhin flüssige, tendenziell kohlenstoffbasierte Kraftstoffe, weil nur die hohen Energiedichten bereitstellen, die wir brauchen, um letztlich damit Mobilität in den Kompartimenten darzustellen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Grund, warum dass wir uns letztlich mit Power-to-Liquid-Prozessen beschäftigen. Es ist die Frage, wie können wir das machen? Was ist die Technik dahinter? Ja, jetzt für jeden, der Verfahrenstechniker ist, hier im Raum geht es das Herz auf, weil wir haben eine wunderschöne Kette. Wir starten von der Energie über den Wasserstoff zu CO2, Syngas, Synthese und Upgrading und dann zum Kraftstoff. Das ist der Prozess, sieht relativ einfach aus. Und jetzt lassen Sie uns den einfach im Folgenden mal kurz durchgehen. Wir gehen aus von erneuerbarer Energie. Erneuerbare Energie heißt Strom aus Wind und Sonne, das heißt aber gegebenenfalls auch Strom aus Geothermie, nicht zwingend in Deutschland, aber zum Beispiel in Island oder auf den Philippinen oder gegebenenfalls in Mittelamerika oder Strom aus Wasserkraft, zum Beispiel in Norwegen oder in Südamerika. So, diesen Strom, der wahrscheinlich dann aber eher aus Wind und Sonne kommen wird, weil letztlich die Geothermiemöglichkeiten begrenzt sind, die Wasserkraftoptionen weitgehend ausgeschöpft, wird wahrscheinlich dann eher aus Wind und Sonne kommen. Das ist das eine, was wir auf jeden Fall zwingend brauchen, um überhaupt darüber nachzudenken, über Power to Liquid. Das nächste, was wir brauchen, ist dann, wir müssen daraus aus dem Strom Wasserstoff machen. Das hat Herr Burkhardt schön dargestellt, das können wir. Technisch ist das möglich. Ja. Hier sehen Sie entsprechende Fotos von solchen Elektrolyseuren. Hier machen wir eigentlich vom Grundsatz nichts anderes, als dass man Wasser, so wie Herr Kreuzer das schön gesagt hat, aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff, der ist dann praktisch die Basis für den weiteren Prozessablauf. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Kohlenstoffträger, weil Wasserstoff allein, haben wir ja gesehen, hilft uns an der Stelle nicht weiter. Das heißt, wir brauchen irgendwo CO2. Und dieses CO2 können wir zum einen holen aus der Biomasse. Das sind diese beiden Optionen, wo beispielsweise heute schon das CO2, das beim Biogas entsteht, dass er zur Hälfte aus Kohlenstoffdioxid, zur anderen Hälfte aus Methan besteht. Wenn Sie das einspeisen wollen ins Erdgasnetz, müssen Sie das CO2 abtrennen. Das ist das, was hier gemacht wird. Technisch können wir das, kein Problem, die Anlagen können Sie kaufen. Sie kriegen damit einen relativ reinen CO2-Strom, den Sie anschließend dann weiterverarbeiten können. Das ist aber eher eine Punktquelle. Die Herausforderung, über die derzeit diskutiert wird, ist eigentlich das, was Sie hier sehen oder was Sie hier sehen. Das ist, was Climeworks als Spin-off aus der ETH Zürich macht. Das ist die CO2-Abtrennung aus der Umgebungsluft, aus der Atemluft, die wir hier haben. Ja? Das ist zwar auch technisch möglich, ist aber etwas herausfordernder, weil eben der Anteil von CO2 nur etwa 0,04 Volumenprozent und damit etwa 400 ppm ist. Und damit ist natürlich das technologisch nicht so ganz trivial, so ganz wenig von den Molekülen aus der Umgebungsluft entsprechend abzutrennen. Das heißt, das ist sehr energieintensiv, das ist technisch aufwendig und damit muss man da mal schauen, wie sich das zukünftig entwickelt. So, jetzt unterstellen wir haben den Wasserstoff, wir haben das CO2, dann müssen wir das CO2 reduzieren. Aus CO, Kohlenstoffdioxid plus Wasserstoff, machen wir Kohlenstoffmonoxid und Wasser. Das Wasser brauchen wir nicht weiter, das können wir dann mit einem Elektrolyseur packen und erneut spalten. Dieses CO ist eigentlich das, was wir wirklich wollen, in Form von Synthesegas. Auch dieser Prozess, die reverse Wassergas-Shift-Reaktion, das ist vom Grundsatz her bekannt, das weiß man, das kann man. Bisher nur eher kleintechnisch, noch nicht richtig großtechnisch, also nicht mit solchen Reaktoren, wie Sie sie hier sehen, eher kleintechnisch. Vom Grundsatz her geht das, es ist technologisch anspruchsvoll, aber es ist beherrschbar, sage ich mal so. So, jetzt haben wir am Ende des Tages hier die Wasserstoffproduktion, wir haben das CO und gehen mit CO und H2 anschließend in eine Synthese. Synthese heißt, wir nehmen beispielsweise CO, also immer CO plus H2 und machen daraus einen langkettigen Kohlenwasserstoff, das ist die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese. Das ist das, was der Herr Fischer und der Herr Tropsch im Kaiser-Wilhelm-Institut in den 1920er Jahren schon gemacht hat.
um letztlich aus Kohle flüssige Energieträger zu machen. Das hat auch ganz gut geklappt im Dritten Reich. Wie damals die Ölquellen von Alliierten besetzt waren oder durch Bomben zerstört, haben sie das ebenfalls im Ruhrgebiet gemacht und haben damit aus Kohle Sprit gemacht, um die Panzer zu betreiben. Dann haben es die Südafrikaner übernommen zu Embargo-Zeiten, haben ihre Kohle genutzt und haben damit ebenfalls Sprit gemacht. Sasol, die auch in Hamburg sitzen, das heißt, die Technologie ist vom Grundsatz verfügbar. Das heißt, dieser Prozess, dieses CXHY, diese Mischung aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen, die können wir heute sehr gut erzeugen. Das ist dann praktisch wie ein synthetisches Rohöl. Ja? Wenn wir das aus CO, aus der C, aus nachhaltigen Quellen machen, plus H2 mit Strom, dann kommen wir hier raus mit dem. Alternativ dazu, und das ist der andere Pfad, der derzeit in der Diskussion ist, das ist die Methanol-Synthese. Methanol heißt, wir nehmen CO und H2, wie hier dargestellt, und kommen raus mit CH3OH. Dieses Methanol ist dann eben Zwischenprodukt, was anschließend ebenfalls zu langkettigen Kohlenwasserstoffen aufgearbeitet werden könnte oder gegebenenfalls so direkt und unmittelbar als Zumischkomponente zu konventionellem Kraftstoff in einer Übergangsperiode eingesetzt werden könnte. So, damit haben wir die Synthese, wir sind aber noch lange nicht beim Kraftstoff, das heißt, wir müssen dieses CXHY bzw. das CH3OH weiterverarbeiten und das passiert in dem sogenannten Upgrading. Das sind dann Raffinerieprozesse, wie Sie sie hier sehen. Das ist ganz klassisch von dem, was jede Raffinerie mehr oder weniger engagiert macht. Das heißt, entweder wir gehen aus von dem CXHY, dann ist es einfach eine Destillation, wo ich dieses Mischmasch aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen aufteile in die Fraktionen Diesel, Benzin und Kerosin, beziehungsweise gegebenenfalls weiterverarbeite. Oder ich gehe her und nehme mein Methanol mit weiterem Wasserstoff und mache daraus ebenfalls ein Kohlenwasserstoffgemisch, was ich dann ebenfalls wie synthetisches Rohöl aufarbeiten kann zu Diesel und Benzin. So, und damit bin ich letztlich dann am Ende von dem, was ich will. Dann habe ich letztlich hier mein PTL-Fuel, was ich dann in der Luft, im Wasser, auf dem Wasser, nicht im Wasser, sondern auf dem Wasser und auf der Straße in den schweren Trucks einsetzen kann. Das ist die Option, die wir haben. Wirkungsgrad, ich muss sagen, roundabout ein Drittel von der Energie, die ich vorne reinstecke, kriege ich hinten wieder raus in Form von Kraftstoff. Lassen es vielleicht 40% sein, vielleicht sind wir zukünftig, wenn wir Nebenprodukte nutzen, noch ein bisschen besser, machen noch CO, also machen innovative Technologien, kann man noch ein bisschen besser werden, aber mehr wie 50% Wirkungsgradverlust zwischen dem, was ich an Strom hier reinstecke, zu dem, was ich hier rauskriege, werden wir aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht erreichen können. So, das ist das Wasser, was man dann an der Stelle in den Wein gießen muss. So, wenn wir uns jetzt diesen Prozess anschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist natürlich die Herausforderung, wo kommt das CO2 her? Welche CO2-Quellen haben wir und wie können wir die kriegen? Die Kür und damit das Beste, was aus ökologischer Sicht natürlich ist, dass wir es aus der Atmosphäre nutzen. Hatte ich gesagt, ziemlich gering, 400 ppm, schwierig. Ja, die Idee ist, dass man letztlich dann CO2-Air-Capture macht, wo man das CO2 letztlich abtrennt aus der Luft, nutzt in der Synthese, um es anschließend dann hier als Symbol Flieger, aber da können Sie genauso ein Auto hinmalen oder ein Schiff, dann letztlich wieder freisetzt. Das heißt, es ist ein geschlossener Kreislauf, genauso letztlich wie es die Natur macht, wie es die Biomasse macht, indem sie letztlich das CO2 über die Photosynthese aus der Luft rausholt, Biomasse davon macht, die anschließend wieder vergammelt oder kompostiert, ich sage es mal netter, kompostiert, ja, um anschließend wieder in Form von CO2 in die Atmosphäre zurückzugehen. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Kreislauf und damit wäre man in der Tat wirklich nachhaltig. Ja. So, die Alternative wäre, wir nutzen biogenes CO2. Hier machen wir uns zunutze, dass die Photosynthese und damit die Biomasse schon uns einen Teil der Arbeit abgenommen hat. Ja. Das heißt, die Biomasse hat schon, oder die Photosynthese, die Pflanze hat schon das CO2 aus der Luft geholt, hat es aufkonzentriert, hat es gespeichert in Form von Lignocellulose und die nutzen wir dann hier in der Konversionsanlage, holen das CO2 daraus und setzen das entsprechend ein. Deswegen denken wir auch, dass das durchaus ein Dreamteam sein könnte, dass wir zukünftig besser die Biomasse zusammen mit strombasierten Kraftstoffen nutzen können, weil wir damit eben den Weg bypassen, um letztlich das CO2 direkt aus der Luft zu holen. Die andere Alternative, was natürlich sehr stark diskutiert wird, sind prozessspezifische CO2-Emissionen. Das heißt, ich habe hier beispielsweise ein Stahlwerk oder ich habe eine Chemieanlage
oder ich habe ein Kalkbrennwerk oder ein Zementwerk, was dann entsprechend CO2 freisetzt, das kann ich abtrennen aus dem Abgas, kann es nutzen ebenfalls und kann es anschließend nutzen, anschließend in Form von Kraftstoff nutzen. Das ist allerdings nur eine Kaskadennutzung, das heißt, wir tun insgesamt, wie Sie auch hier sehen, ist kein geschlossener Kreislauf, wir tun insgesamt gesehen damit das CO2-Inventar der Atmosphäre weit erhöhen. Ja? Das heißt, wir reduzieren nicht, wir machen nur eine Kaskadennutzung. Ja? Wir nutzen nicht so viel, wie wenn wir jetzt hier ganz normal fossilen Kraftstoff einsetzen würden, aber wir reduzieren oder wir haben zumindest kein Steady State. Und das letzte Option, die es noch gibt, die diskutiert wird, ist, dass man einfach das ans Kraftwerk hinten dran hängt, dass man eben Braunkohle nutzt, um CO2 zu erzeugen und das dann anschließend weiterverarbeitet zu Kraftstoffen. Gut, da würde ich jetzt an der Stelle wenig dazu sagen wollen, das kann man vielleicht später nochmal diskutieren über den Sinn und Unsinn, der thermodynamischen Sinn und Unsinn, so rum, ja? Also bloß damit es klar ist, eines derartigen Ansatzes. So, am Ende des Tages bleibt unter realistischen Bedingungen eigentlich nur das Atmosphärische, das Biogene, gegebenenfalls in einer Übergangszeit noch das Prozessspezifische, weil letztlich wird es auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch der Ansatz geben, dass wir Zement brauchen und beim Zementbrennen wird letztlich dann CO2 frei, da führt kein Maus, da beißt kein Maus keinen Faden ab. Von daher gesehen ist das mit Sicherheit auch noch eine Option, allerdings eher die zweitbeste. Damit, das überspringe ich mal, damit können wir zusammenfassen, idealerweise wäre CO2 aus der Luft die nachhaltigste Lösung, zwingend, das Schönste, der technische Aufwand ist hoch, hatte ich gesagt, und die dafür benötigte Energie verschlechtert die Gesamteffizienz der Nutzungskaskade merklich. Ja? Und wir müssen technologisch da durchaus noch ein bisschen Krebs aufwenden, um das effizienter zu machen. Letztlich wäre aber nur dieses Konzept wirklich nachhaltig, in dem Sinne, dass wir das CO2 damit im Kreislauf fahren, so wie die Natur uns das über Jahrmillionen vorgemacht hat. CO2 aus nachhaltig produzierter Biomasse, aus organischen Abfällen, also aus der Bananenschale, die Sie in die braune Tonne werfen, hier in Hamburg. Das wäre genauso eine Alternative, hatte ich auch ausgeführt. Ich denke, dass man da relativ elegante Dreamteams realisieren könnte zwischen PTL-Kraftstoffen auf der einen Seite, weil die braunen Kohlenstoff und der Biomasse, die letztlich den Kohlenstoff schon hat. CO2 aus Industrieprozessen ist nur verfügbar, wenn der Prozess läuft. Also wenn ein Stahlwerk da ist, dann machen sie auch die Stahlverhüttung normalerweise mit Kohlenstoff. Also Eisenoxid plus Kohlenstoff gibt Eisen plus CO2. Ja, das ist ja eigentlich der Basisprozess. Und dieses CO2 kommt natürlich damit letztlich zwingend raus und damit können Sie das nutzen. Das funktioniert aber nur, wenn der Stahl, die Stahlverhüttung auch funktioniert. Wenn die nach China verkauft wird, funktioniert es nicht. Ja? Von daher gesehen muss man sich das genau überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, in der Richtung das aufzubauen. Und last but not least, das fossile CO2 aus Kraftwerken, das hatte ich bereits ausgeführt, das ist sehr stark umstritten. Es könnte eine Übergangsoption darstellen. Das ist nicht mit Sicherheit realistischerweise zu überlegen. Ich persönlich wäre da eher ein bisschen zurückhaltend an der Stelle, ob wir dafür die Akzeptanz finden, um die dafür notwendigen Mittel aufzuwenden, hätte ich aus heutiger Sicht eher meine Zweifel. So, Ladies and Gentlemen, das ist die eine Baustelle, wir brauchen CO2. Die andere Baustelle ist, wir brauchen erneuerbaren Strom. Ja? Das kann jetzt Strom aus Wasserkraft sein, wie Sie es hier sehen. Das kann Strom aus Windenergie sein, aus Onshore oder Offshore. Wir können den Strom nehmen aus Photovoltaik. Hier sehen Sie mal eine schöne Freiflächenanlage. Wir können auch Biomassestrom nehmen, auch das nicht auszuschließen, oder Biogasstrom. Das ist die Frage, ob man es machen würde. Theoretisch geht's. Oder wir können Strom aus Geothermie machen. Der Vorteil als dieser Optionen ist, dass wir in den letzten Jahren, und hier mal dargestellt aus einer aktuellen Publikation von der IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, dass wir bei allen Optionen, hier Bioenergie, lassen wir mal die weg, wo es nicht stimmt, ja, Solar, Photovoltaik, konzentrierende Solar, Wind, Onshore und Wind, Offshore, eine sehr starke Kostenreduktion haben sehen können. Das heißt, Strom aus erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren deutlich billiger geworden. Ja, die letzte Meldung, die ist vor 3 Wochen oder 14 Tagen durch den Orbit gegeistert, der solare Sturmlauf, 20% mehr Leistung bei 25% geringeren Kosten und das innerhalb von 15 Monaten bei der Photovoltaik. Das heißt, die Kosten gehen dort sehr stark zurück, das ist die positive Nachricht. Die negative Nachricht oder ein bisschen das Wasser in den Wein ist die Tatsache, dass wenn wir das uns für Deutschland anschauen, dann haben wir allein im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien bereits ohne den Verkehrssektor schon sehr ambitionierte Ziele.
Wir sind heute, das hatten wir gehört, bei roundabout 40% erneuerbare Energien. Das ist dieser Bereich hier. Bis 2050 wollen wir auf knapp 100%. Das sind so, wenn man jetzt mal nicht unterstellt, dass der Stromverbrauch deutlich ansteigt ohne Verkehrssektor, dann kommen wir hier in dem Bereich auf etwa 650. Und wenn Sie wissen, dass es bereits heute nahezu unmöglich ist, eine neue Windkraftanlage zu installieren, und wenn Sie davon ausgehen, dass das Gleiche uns auch bei der Photovoltaik passieren wird, wenn es einfach zu viel wird, dann können Sie sich vorstellen, dass dieser Ausbaupfad ohne den Verkehrssektor schon ziemlich herausfordernd und ziemlich schwierig und ein ziemlicher Ochsentour werden wird, wenn ich das mal so platt mit meinem süddeutschen Dialekt ausdrücken darf. Ja? So, wenn wir jetzt zusätzlich noch sagen, dass wir den gesamten Verkehrssektor, den gesamten Mobilitätssektor in Deutschland auch noch elektrifizieren wollen, direkt, das wäre dieser Pfad, oder indirekt über Power to Liquid, wo uns hoffentlich deutlich geworden sind, dass wir entsprechend hohe Verluste haben, dann sehen Sie, dass wir diese Ziele bis 2050 nahezu verdreifachen müssen. Ja? So, das heißt, die Windräder, die wir sowieso heute schon nicht installieren können, die müssen wir verdreifachen, mindestens. Ja? Und das ist die Herausforderung, die wir an der Stelle haben und wo ich an der Stelle auch sagen muss, dass ich da bisher keine wirkliche Lösung habe. Eine Lösung könnte sein, dass wir den Strom vermehrt importieren oder gegebenenfalls den Wasserstoff importieren oder gegebenenfalls den Zwischenprodukt, dieses synthetische Krut importieren. Deswegen habe ich hier mal ein paar Bilder mitgebracht vom Nahen Osten. Also das ist Mittelmeer, hier sehen Sie, das ist Algerien, Marokko, Mauretanien und dann geht es hier rüber bis Saudi-Arabien. Wir haben das mal untersucht bei uns im Institut und da kommt natürlich raus, dass wenn wir in diese Länder gehen, die sehr große Flächen haben, die sehr wenig besiedelt sind, dass wir dort natürlich sehr große Erzeugungspotenziale haben für Photovoltaik und auch für Wind. Und damit könnten wir natürlich dort sehr wohl eine ganze Menge von Energie erzeugen, hätten auch nicht das Problem, dass da irgendeine Fledermaus erschlagen wird oder irgendein Goldhamster sich nicht wohlfühlt, weil oben die Windkraftanlage läuft. Ja, das heißt, hier hätten wir in der Tat entsprechende Optionen, aber die müssen entwickelt werden, die fallen auch nicht gerade vom Himmel. Das heißt, aus Sicht des erneuerbaren Stroms kann man aus meiner Sicht wie folgt zusammenfassen: in Deutschland, die Stromerzeugungspotenziale aus regenerativen Energien sind begrenzt und vielerlei Hinsicht nur mittelmäßig, meint die Solarstrahlungsleistung ist eben im Nahen Osten deutlich höher und das bei hohem Stromverbrauchsniveau und hoher Bevölkerungsdichte. Die Potenziale regenerativer Energien an Standorten Übersee können die Deutschlands erheblich übersteigen und das bei deutlich geringerer Stromnachfrage und sehr großen verfügbaren freien Flächen, weil es eben Steppe oder Wüste ist. Ja? Die Stromgestehungskosten dort sind auch deutlich niedriger. Die letzten Zahlen, die mir zugänglich gemacht wurden, das ist dann in Abu Dhabi mit unter 2 US-Cent pro Kilowattstunde. In Marokko können Sie Strom erzeugen aus Wind mit 5000 Vollastbenutzungsstunden, weil die im Westwindel liegen, von unter 3 Cent die Kilowattstunde. Und zukunftsfähige Erlöse können damit generiert werden für Länder, die vom Export abhängig sind. Das heißt, auch da wird man einen Beitrag leisten und wir könnten damit die deutsche Energieimporte diversifizieren. Das vielleicht zu den beiden wesentlichen Inputgrößen. Jetzt möchte ich noch, wenn mir der Herr Vorsitzende noch 5 Minuten gewährt, möchte ich noch 2 Punkte ansprechen, die mir ein bisschen am Herzen liegen. Das eine ist die Erzeugungsinfrastruktur. PTL-Kraftstoffe können auf die von der Erd- und Erdgasbereich vorhandene Downstream-Infrastruktur zumindest teilweise nutzen. Die Raffinerietechnik ist mehr oder weniger das Gleiche. Ja? Wenn ich, ob ich ein synthetisches Krut verarbeite oder ob ich ein konventionelles Rohöl verarbeite, ist eigentlich dem Destillationsapparat eigentlich wurscht, wenn ich das mal so platt ausdrücken darf und Sie mir das erlauben heute Abend. Ja? Und Transport, Umschlag und Lagerkapazitäten können ebenfalls weiterhin vollumfänglich genutzt werden. Das heißt, die gesamte vorhandene Infrastruktur im Bereich Downstream der Öl- und der Erdölindustrie oder der Kraftstoffindustrie der heute vorhandenen, die kann weiter genutzt werden. Außerdem gilt es für das Know-how. Ja? Das heißt, die entsprechende Industrie kann an der Wertschöpfung der PTL-Bereitstellungsketten partizipieren und die bisher getätigten Investitionen zumindest teilweise weiterhin nutzen. Damit hätten wir dort einen potenziellen Partner, der auch potent ist, der auch ein paar Euros auf der hohen Kante hat, den man letztlich überzeugen könnte, in dem Bereich zu investieren. Dies kann mit ökonomischen Vorteilen, verbesserter Akzeptanz bei den großen Energieversorgern, damit bei den Shells dieser Welt
und bei den erdölexportierenden Ländern sowie Vorteilen bei der großtechnischen Umsetzung verbunden sein. An der Stelle möchte ich einfach nochmal zu bedenken geben, dass wenn wir jetzt sagen, wir wollen Richtung PTL-Kraftstoffe gehen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dann fällt den Saudis dieser Welt fällt dann ein Exportmarkt weg. Das heißt, die Volkswirtschaften haben ein erhebliches Problem. Wenn wir die einbinden können, dass wir sagen, ihr könnt zukünftig euer synthetisches Gut nach Europa verkaufen, dann lösen wir das Problem, dass wir nicht genügend Energie haben und lösen gleichzeitig das Problem, dass wir die einfangen und die vorhandene Infrastruktur nutzen können. Das Gleiche gilt letztlich auch für die Verteilinfrastruktur. Wenn wir Drop-in-Kraftstoffe machen, also EE-Benzin oder EE-Diesel oder EE-Kerosin, dann können wir alles das, was in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurde an Kraftstoffinfrastruktur, auch weiterhin nutzen. Wie gesagt, der Preis ist, dass wir am Anfang der Kette sehr viel Aufwand treiben müssen. Nach hinten raus wird sich nichts ändern. Die gesamte Kraftstoff, die Endnutzungskette bleibt die gleiche. Ja? Und dabei müssen Sie berücksichtigen, dass zum Beispiel ein Flieger, ein A380 oder A320 oder von mir aus Boeing 737, ja, wir sind ja da international an der Stelle, ja, die haben normalerweise Lebensdauern von 30, 40 Jahren. Das heißt, die Flieger, die heute da sind, die werden wir zum überwiegenden Teil noch in 20 Jahren sehen. Ja, und wenn ich dann eine Defossilierungsstrategie machen will, dann komme ich am Ende des Tages wahrscheinlich nicht drum herum, dass ich diesen sauren Apfel beißen muss und damit den Weg gehen muss. Was man auch machen kann, was gegebenenfalls systemische Vorteile oder Kostenvorteile haben kann, das ist, dass man hier Drop-in macht, dass man letztlich keine heutigen Kraftstoffe macht, sondern weiterentwickelte Kraftstoffe, die aber letztlich auch von den heute vorhandenen oder zukünftigen Motoren genutzt werden können. So, last but not least, die Kosten, daran scheitert es dann wieder, wie so häufig. Ist klar, wenn wir teuren Strom machen, Herr Burkhardt hat ja vorhin Zahlen genannt, von 5 Cent die Kilowattstunde, wenn Sie das hochrechnen, dann kommen Sie locker auf 1 Euro pro Liter oder noch mehr, wenn wir PTL-Kraftstoffe machen. Das heißt, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Wenn man da die Steuer draufpackt, dann sind wir bei 2 oder 2,50 Euro. Aber ich weiß nicht, ob Sie als Kunde das so gerne wollen. Deswegen muss man sich halt überlegen, wie kann man da runterkommen. Eine Option ist eben der Preisverfall bei der Photovoltaik. Eine andere Option ist, dass wir in Länder gehen, wo eben billigere Strom erzeugt werden kann, wie zum Beispiel hier mit 2,5 Cent heute schon in Ländern des Nahen Ostens. Ja? Das Ganze ist hoch unsicher. Wir wissen nicht genau, was der ganze Spaß wirklich kostet. Die Investitionen sind schwer abschätzbar, weil wir nicht genau wissen, welche Lerneffekte das wir haben. Wir wissen nicht, welche Synergieeffekte wir nutzen können. Wir wissen nicht, wie hoch der Anteil ist der vorhandenen Infrastruktur, die weiter genutzt werden kann. Deswegen sind die Zahlen alle unsicher, aber sie pendeln sich derzeit so in die Richtung 50 Cent bis 1 Euro pro Liter ein. Ich denke mal, da liegt man nicht völlig falsch. Mögliche Game Changer, das ist der weitere Kostenverfall bei der Photovoltaik. Je billiger der Strom ist beim Input, desto billiger ist natürlich auch das Ergebnis. Ja? Wir erwarten auch, dass die Elektrolyseure deutlich billiger werden. Das heißt, das ist der zweite Effekt, den wir haben. Dann glauben wir, dass es neue technologische Ansätze gibt, wie die CO-Elektrolyse und gegebenenfalls Technologiesprünge. Gegebenenfalls auch solche Dreamteams zwischen Biomasse und PTL, die zukünftig hier einen Beitrag leisten könnten. Alles das ist derzeit sehr stark im Fluss. Also ich muss sagen, ich für meine Sicht als kleiner Beamter der Technischen Universität Hamburg, erlaube ich, kann ich mir heute nicht sagen, wo in den Bereichen die Reise hingehen wird. Fakt ist jedenfalls, dass in allen von denen sehr viel passiert und dass man zumindest die begründete Hoffnung haben darf, dass das zum Teil durchaus im positiven Sinne die Kosten hilft zu reduzieren. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch die Alternativen zu sagen. Das sind die flüssigen Biokraftstoffe. Das ist eine ziemlich komplexe Grafik. Ich glaube, die erspare ich Ihnen. Ich mache es vielleicht nur ganz kurz, indem ich das überspringe. Ja. Die Message ist einfach, wenn wir Biokraftstoffe machen, haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir können Pflanzenöl einsetzen, wir können Stärke einsetzen, wir können Zucker einsetzen, wir können Lignocellulose einsetzen, wir können Abfälle einsetzen. Alles das geht im Prinzip und alles das können wir vom Grundsatz her aus technischer Sicht auch ideal kombinieren mit den Optionen eines Stromeinsatzes, um damit letztlich die Effizienz und den Wirkungsgrad zu verbessern. Auch das unterstreicht die schon gesagte These, dass ich glaube, dass wir in Bezug auf eine
Kombination zwischen Biomasse auf der einen Seite und Power-to-Liquid auf der anderen Seite durchaus ganz gut beraten sind. Damit möchte ich schließen, bevor der Moderator der heutigen Veranstaltung die Krise kriegt und ich zu lange rede. Lassen Sie mich kurz das Gesagte nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass PTL-Kraftstoffe signifikant zum Klimaschutz beitragen können, wenn ich erneuerbaren Strom einsetze, wenn ich CO2 aus nachhaltigen Quellen nutze, ohne, und das ist der große Vorteil, dass sich für den Endnutzer signifikant was ändert. Ich kann das gesamte vorhandene Kraftstoffsystem nach wie vor nutzen. So, wir haben gesehen, dass diese Option prädestiniert ist aufgrund hoher Energiedichten und der bereitstellbaren flüssigen, normenkonformen Kraftstoffe für die Luftfahrt, für die Schifffahrt und zum Teil für einen schweren Güterfernverkehr. Wenn ich einen 40 Tonner habe, dann werde ich wahrscheinlich dort keine Batterie einbauen, weil es einfach dann zu schwer wird. Ja? Deswegen macht es dort Sinn. Wenn Sie jetzt einen kleinen Flitzer haben, so ein Smart, um hier irgendwie mal Zigaretten zu holen oder abends sich irgendwas anders zu organisieren, dann werden Sie wahrscheinlich das nicht dafür nutzen, weil das dann zu teuer ist und dann macht die Elektromobilität in dem Sinn deutlich mehr Sinn. Ja? Diese Option würde eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft bedeuten, am Ende des Tages, und damit komme ich zum Titel meines Vortrages, eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft bedeuten, bei der der Wasserstoff letztlich an Kohlenstoff gebunden ist, der wie bei der Biomasse im geschlossenen Kreislauf genutzt wird. Das heißt, wir haben damit eine reine Wasserstoffwirtschaft, bloß im Unterschied zu dem, was Ihnen Herr Burkhardt gesagt hat, wir nutzen den Wasserstoff nicht als H2, sondern wir nutzen den Wasserstoff gebunden an biogenen bzw. atmosphärischen Kohlenstoff. Und damit sind wir wieder genau in der Kohlenwasserstoffwelt, wie wir sie heute kennen und die letztlich dann auch dafür verantwortlich war, dass wir den Wohlstand, den wir heute haben, uns haben erarbeiten können. Die wesentliche Herausforderung bei dem ganzen Spaß sind aber die hohen Kosten. Das heißt, wir brauchen sehr niedrige Stromkosten auf der Erzeugungsseite aus erneuerbaren Energien. Da ist sehr viel passiert die letzten Jahre. Überraschend viel passiert, hat keiner geglaubt, aber es ist so. Wir brauchen kostengünstiges CO2, das muss irgendwo herkommen, weil vom Himmel fällt es nicht. Und eine möglichst hohe Effizienz unseres Gesamtprozesses. Wir glauben, dass zusätzlich noch weitere systemische Synergieeffekte zu erschließen sind, damit ich eine Win-Win-Situation generiere, um die Kosten weiter zu reduzieren. Diese Voraussetzungen, daran muss man arbeiten, die muss man gucken, dass man das zukünftig hinkriegt. Und ein Teil der vorhandenen fossilen Erzeugungs- und Verteilinfrastruktur ist weiter nutzbar. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil wir letztlich kein Stranded Investment haben, sondern weil wir vieles von dem, was vorhanden ist, auch weiterhin nutzen können. Offen ist, ob die derzeit laufende Technologiewettstreit PTL-Kraftstoffe sich gegen die parallel entwickelnden Alternativen wie Elektromobilität, Wasserstoff oder Sonstiges durchsetzen können. Meine persönliche Einschätzung ist an der Stelle, wir werden zukünftig ein deutlich bunteres Bild sehen, eine deutlich diversere Mobilität. Wir werden Elektromobilität sehen, wir werden Wasserstofffahrzeuge sehen, wir werden PTL sehen, je nachdem in unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube nicht, dass wir in den kommenden 30 Jahren weiterhin nur einen Benziner und Diesel kennen werden, sondern ich glaube, wir werden dort deutlich breiteres Spektrum an Mobilitätsoptionen sehen. Was letztlich rauskommt, können Sie dann meine Tochter in 30 Jahren fragen, wenn ich dann irgendwie mich mit den Themen nicht mehr beschäftige, sondern mit anderen. In diesem Sinne vielen Dank und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Dankeschön.